Hallo Duda und herzlich willkommen zum SpaceX Abenteuer Outer Space. Ich habe meine Cam ein bisschen verschoben, ich hoffe, das geht klar. Heiße dich aber herzlich willkommen und wie immer gilt, über einen Kommentar oder eine Bewertung oder beides oder so, würde ich mich mega freuen. Und auch wenn du Spaß hast, würde mich das schon einfach mega freuen. Ja, herzlich willkommen auf der Opticari 1 und wir haben mittlerweile schon eine richtig kranke Crew. Ja, das ist schon fast zu viel, aber läuft. So, wir haben hier noch ein bisschen was zu ernten, das machen wir auch. Wasser, Energie ist alles da. Essen scheint auch wunderbar. Wir haben noch mal irgendwo ein Wurzelgemüse gegen Früchte ausgetauscht, weil die gehen langsam alle. Aber da können wir hier noch ein paar anbauen. Aber sonst wächst alles stetig. Ich glaube, hier muss ich nur Gemüse und den Rest Nüsse machen, dann passt das. Ja. Dann arbeitet mal, meine fleißigen, fleißigen. Was forschen wir denn gerade? Den Optronic-Hersteller, der ist auch schon fast erforscht. Und Hazel, Les und Dovi sind am Abbauen. Es könnte theoretisch noch jemand eigentlich. Aber gut. Ist auch gut, wenn die hier was machen. Haben jetzt mittlerweile drei Forscher, zwei Gaming-Automaten. Ah. Very important. Und wir haben hier eine Wärmedämmung gebaut, so gesehen, die hoffentlich funktioniert. Klar, hier ist jetzt überall noch Licht aus, aber wir haben den Generator da weggemacht. Das heißt, es ist hier nicht mehr ganz so schlimm. Guck mal, hier ist sogar Licht überall okay. Tatsache. Also nur am Eingang der Räume. Lul. Bei den Betten nicht mehr. Ja, weil die Tür macht halt ein kleines Licht, ne? Aber wenn ich jetzt hier überall Licht einbauen würde, boah, dann wären wir, glaube ich, ein bisschen stromtechnisch überlastet. Haben wir überhaupt noch Scrap, der verarbeitet werden kann? Ja, haben wir noch. Gut, dann macht das auch ruhig, Leute. Oh, ich glaube, da kommt gerade Dori nach Hause. Hallo Dori! So, machen wir mal weiter. Das Hyperium ist jetzt fast abgebaut und die fliegen auch schon rüber zum, sag mal schnell, unedlem Metall. Ha, mir war es gerade voll nicht eingefallen. Aber läuft. Din, 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 din. Dio. Fleißig. Ja, guck mal. Haben wir hier schon fast fertig. Und sobald die wieder da sind. Heißt weiterfliegen, meine Freunde. Weiterfliegen, weiterfliegen, weiterfliegen. So langsam ist unsere Crew auch groß genug, dass ich mich. Boah, wie ich meine Mütze auf habe, ne? Das geht gar nicht. Alla. dass ich mich trauen würde, Angriffe auszuführen. Also Enter-Angriffe. Aber dafür bräuchten wir am besten noch ein zweites Shuttle, ne? Ich bin halt echt am Überlegen, wie wir das am besten machen. Das hier muss ich ja eh wegmachen. Warte mal. Demontieren. 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 Ich glaube, hier könnte ich einen Shuttle zwischenquetschen. Ich muss aber gucken. Ich bin nicht ganz sicher. Demontieren. 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 Und nochmal demontieren. Und dann ist da alles demontiert. So läuft das. Demontiert. So, Übersprung vorbereiten. Kann ich euch übrigens übelst ans Herz legen, falls ihr Goldener Kompass mögt, wo wir gerade bei Dämon sind. His Dark Materials, mega die krasse Serie zu der Goldene Kompass und bockt. Ich bin süchtig. Ja. Din, 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 din. Hier müssen wir ja schon überall gewesen sein, ne? Kamen da überall Mikrometeoriten? Ich bin mir jetzt gerade ganz unsicher, ehrlich, Leute. Hier kamen, glaube ich, welche, ne? Ja, die Chemikalien, die bräuchten wir eigentlich schon, einfach weil ist so. Ja, komm, let's go. Jetzt holen wir uns noch eben alles. Was soll der Geiz? Ah, Kaffee. Ja, komm, dann drüber. Tschu. Und dann sofort sammeln, bitte. Abbauen alles.
Und Edelmetalle, wie viele haben wir davon noch? 100. Ja, komm, kannst du auch mitnehmen. Ist egal, ihr kriegt das schon hin. Ihr seid nämlich die beste Crew auf dieser Welt. Juppidi-du. Hat er eine Waffe? Nee. Guck mal, wo sind unsere Waffen? Hier, glaube ich, ne? Jo. Les? Achso, er ist in der Förderkapsel. Okay, Edison hat, glaube ich, auch noch keine. Edison, mach mal Ball. Und jetzt hole ich meine Knarre. Ich weiß gerade gar nicht. Fertigkeiten. Waffen 2. Les hat. Waffen 1. Und wen haben wir noch neu? Niemand. Okay. Also, Les müssen wir gleich noch eine Waffe geben. Wo ist Hazel? Hazel, was ist los? Bin zu müde zum Arbeiten. Ja, stell ihn mal nicht so an. Wird fleißig abgebaut, so wollen wir das. Und geforscht wird natürlich auch. Lucida baut gerade ab, deswegen kann sie nicht forschen, aber wird sich jetzt wahrscheinlich schnell wieder an den Forschungstisch werfen. Denke ich. Oder auch nicht. Wieso ne, ich fertige. Ich hab Bock. Alles klar. Dann mach's Grab, ist auch okay. Ich will mal hier wieder mein Schiff aus, damit ich sehe, wie viel Gewicht. Aber wir haben ja erst einen neuen Antrieb gebaut. Deswegen können wir noch ein bisschen was transportieren, bevor unsere Sprünge dadurch ein bisschen limitiert werden, was aber auch nicht so schlimm ist. Von daher läuft das. So, hier, anbauen. Ich brauche bitte zweimal Früchte und dreimal Nüsse. Danke. Sollte passen. Sollte passen, sollte passen, sollte passen. Könnt ihr eigentlich nur eine Tür reinbauen, ne? Komm. Oder? Ich weiß nicht. Schlimm ist das. Ich könnte hier halt auch nirgendwo. Doch hier könnte ich vielleicht so eine Schleuse reinbauen. Warte mal. Könnte ich hier nämlich die Tür demontieren und eine Wand? Und hier dafür eine Schleuse, weil wir wollten ja eh eine Schleuse da rein haben, ne? Komm, gucken wir mal. Ich denke mal, Lucida macht sich direkt auf den Weg. Nee, doch nicht. Okay. Wer macht's? Dann macht's Toricano eben. Der kann das. Der kann alles. So. Jetzt gucken wir mal, ob es überhaupt passt, ne? Wenn wir die Heizung. Oh, wenn wir die Heizung noch da verlegen, können die hier aber nicht mehr langlaufen. Aber wir können die hier so vorstellen. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Wir werden es sehen. Turicano, mach das mal eben schnell, bitte. Ich weiß, es ist Kaffee-Time, aber. I need you to do this. Because. So. Turicano, ich brauche dich jetzt. So. So. Sauber. Sauber, Bruch. Okay, jetzt können wir hier nämlich die Schleuse reinhauen. Oh nee. Ach, hallo mal. Da muss ich den Gaswäscher. Hier hin bewegen. Boah, es war ganz schön eng dann hier, aber egal, da passt. Das passt. So, hier demontieren. Ja, schlaft, schlaft. Ihr habt es euch verdient. Allison und der Daniel wollen noch ein bisschen zocken und spielen. Quatschen, wollte ich sagen, wie es aussieht. Zack, ab ins Bett. Hazel auch. Dann lüft das. Wir haben auch keinen Bettlosen, alle sind glücklich. Außer, dass es halt dunkel in ihren Räumen ist, aber naja.
Dann beschweren die sich noch über Stockbetten, weißt du? Was soll ich denn machen? Solche. Man könnte, glaube ich, auch einen großen Schlafraum mit ganz vielen Betten machen, ne? Aber dann haben die ja keine Private Sphere mehr. Das ist auch kacke. Und ich könnte mal eine Nachtschicht einrichten, jetzt wo wir so viele Leute haben. Was ist hier los? Reparieren. Und Brille, du machst das jetzt. Oh, nee. Turicano, tut mir leid. Das muss eben gemacht werden. Ich will keine Unfälle. Oh, jetzt isst er sich Gemüse, der Arme. Oh, sorry, Turicano. Ha! Das tut mir leid. Aber du bist halt wichtig. Du musst das machen. So. So. Hazel, du brauchst jetzt gerade kein Wasser machen. Turicano, du kannst auch eben mithelfen. Dann geht das nämlich hier ruckzuck. So, bauen. Und wieder Turicano. Er kann das halt so gut. So, jetzt können wir die Raumanzugstür hier hinbauen. Habe ich hier halt toten Raum, ist ein bisschen doof, aber ist so. So, und hier kommt dann eine Wand hin. Oh, muss ich dann ja nur anpassen, aber das ist nicht so schlimm. Dann müssen die zwar immer hier durch, da rein, aber das ist schon nicht verkehrt. Weil die Flaschen, die Pflanzen erzeugen Sauerstoff, das Ding erzeugt CO2 und ja, dann ist hier so eine geschlossene Area und ich glaube, die Pflanzen wachsen nochmal einen Tacken besser. Auch wenn unsere Leute langsamer arbeiten, wenn sie im Anzug sind, ist das trotzdem, glaube ich, von Vorteil. Gucken wir mal. Turicano hat es auf jeden Fall öfters empfohlen. Oh. Deswegen probieren wir das jetzt auch mal aus, ne? Würde ich sagen. Wenn man so viel Infrascrap. So, habt ihr fertig? Ne, habt ihr nicht. Bauen. Turicano. Sorry, bra. Aber du musst das jetzt machen. So. Wieso läuft der jetzt immer noch im. Ah, ich wollte gerade sagen. Alles klar. Okay, hier ist alles abgebaut. Können wir mit euch handeln? Also, beziehungsweise wollt ihr. Es gibt aber nicht viel für unsere Gans. Kaum zwei Stück. Und ich will auch gar nichts dafür haben, nur Geld. Danke. Auf Pause. Spielt sich's nicht so gut. Sieht unser Dünger aus, noch 16 Stück. Wir haben so viel Biomasse, ey. Das ist unbelievable. Okay, nice. Forschung. Oh, schon 100 Punkte gemacht, diese Folge. Innerhalb von 13 Minuten. Da muss ich mal überlegen. Mal überlegen. Okay, die Shuttles sind beide schon im Austauschverfahren angekommen. Das ist gut. Das läuft. Ja, ich muss definitiv irgendwas verändern, ne? Definitiv. Gucken wir erstmal hier, ob das Shuttle hier hinpasst. Nee. So rum? Nee. Verdammt. Das Ding ist halt, wenn ich das Lager hier verlegen will, was übelst vollgepumpt mit Stuff ist, muss ich das erst leer machen.
Das ist schon ein kleines Problem. Also ich habe hier logistisch total Kacke gebaut, ne? Um mal ganz ehrlich zu sein. Hier ist eigentlich toter Raum. Ich könnte hier theoretisch noch ein Lager zwischen quetschen. Machen. Ich glaube, das mache ich so. Ich baue hier noch ein Lager hin. So. Wenn ich das hier nachher bewegen würde. Und die hier. Hier hin klatsch. Warte mal. Ist die Frage, passt das? So. Ausmustern. Bewegen. Ja, guck mal, das passt. Dann können wir hier noch weitere Fertigungsanlagen hinballern. Ist jetzt auch okay. Aber wir brauchen ja später noch Platz für den Optronic Dude. Und so ein paar andere Sachen. Wieso geht der Strom so weg, Alter? Was frisst das jetzt hier so oder was? Oder noch. Aber Wasserproduzenten können wir jetzt mal langsam anhalten. Wir haben immer noch voll viel Eis. Das können wir auch erstmal anhalten. Alles klar. Hoffentlich normalisiert sich der Strom jetzt wieder. Jeden Fall wird fleißig gebaut. Der Handel ist abgeschlossen. Ich würde jetzt gerne erst noch die Kapseln hier fertig bauen. Oh Mann. Kann wohl ein bisschen dauern. Komm schon, Leute. Do your thing. Erste Kapsel ist fertig gebaut. Fahrzeug bauen. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal umgelegt. Das kann er nachher auch gehen. Dann sollte hier genug Platz für die anderen Fertigungs. Ja, ich bin zufrieden. Sehr schön. Mach mal schneller, bitte. Wir können den Sprung schon mal. Obwohl, nee. Zuerst die Kapsel noch bauen. Zack, und Fahrzeug bauen. Dann haben sie Zeit, das noch eben umzuräumen. Dann ist auch gleich schon wieder Schlafenszeit. Ich überlege, ob ich die eben schlafen lasse. Bevor wir weiterziehen, wisst ihr, Leute, das wäre, glaube ich, am besten. Entschuldigt die Spiegelung in meiner Brille. Oh, Catty Rebus, willkommen in der Noctic Squad. Hast du gut gemacht. kleiner Rapper. Oh, yay. Hazel hat echt Schlafprobleme, ne? Was ist los mit ihr? Habe ich da irgendwas? Warte mal. Ne, die haben alle gleiche Zeit zu schlafen. Mensch, Mensch, Mensch. So, die Kapseln wurden gebaut. Das Ding wurde umgestellt. Forschung ist fast abgeschlossen. Perfekt. Okay, dann geht mal sleepen. Niu. Zack. Oh, Alter. Warum werden unsere Batterien so leer gesaugt? Gesogen, gesaugend. Egal. 3, 2, 1, meins. Go, go, go. In 3, 2, 1 stehen sie wieder auf. Okay. Können wir mal gucken, ob die irgendwas von uns wollen. Vielleicht geben die ja mehr. Ja, die geben ein bisschen mehr für unsere Gans. Eine muss ich behalten für Les, ne? Oder hat er jetzt eine? Nee. Pass mal auf, Les. Mach das mal eben. Jetzt los. Irgendwie will er keine Waffe nehmen.
Sind doch alle hier drin. Ja. Gucken mal, ob Brille kann. Achso, das ist doof. Ist das, weil das Lager voll ist? Warte mal. Regeln, alles auswählen, alles verbieten. Hier hinbringen, hier hinbringen, hier hinbringen, hier hinbringen. Alle auswählen, alle verbieten. Handel. Neuer Handel. Gib mir Geld. So, wir machen jetzt den Handel erst. Dann gucken wir gleich nochmal, wenn die umgelagert sind, ob wir letztlich irgendwie da eine Knarre geben können. Das ist ja gerade echt ein bisschen komisch und buggy. Und ich bin wieder auf Vorgeschwindigkeit. Nice. Unsere Schleuse wird geladen und. Ach, ich hätte die einfach. Lol, ich hätte die einfach wieder in Besitz nehmen können. Das ist ja krass. Okay. Jetzt haben wir den Optronic-Hersteller. Den verbesserten Zusammenfüger oder den Scanner vielleicht sogar. Dann könnten wir die Alien-Schiffe vorher scannen, wisst ihr? Das wäre gar nicht so verkehrt, glaube ich. Komm, wir forschen das Ding mal. Ich habe es noch nie gebaut, ehrlich gesagt. Ehrlich jetzt, ich habe es echt noch nie gebaut. Ja, dann macht mal. Und ja, guck mal. Lass. Lass, lass, lass. Jetzt geh nochmal hier dran. Ja, guck mal, jetzt geht's, lol. Okay. Bra, du darfst wieder arbeiten. Ich bin stolz auf dich. Ja, Hüllenblöcke sind nicht mehr viele da, das stimmt wohl. Können wir nochmal 10 machen? Mach das Ding mal wieder an. Das Ding mal wieder auf Pause. Hier noch irgendwas umgeräumt, was eben Strom frisst, oder was ist hier los? Nö. Uff, läuft. Okay, ja, ich glaube. Ja, hier hätte ich jetzt halt auch ein zweites Shuttle hinbauen können, ne? Aber da sollen die Fertigungsanlagen hin. Oder ich mach's. Mach Shuttle hier hin. Und hier unten dann die Fertigungsanlagen noch dran. Au. Egal. Wollen wir erstmal gucken hier, das neue Ding. Der Optronic-Hersteller. Ah, nice. Damit können wir die Energiezellen auch herstellen, die wir brauchen, tatsächlich. Passt eigentlich so ganz gut, ne? Macht halt mal. Und dann leitet mal langsam den Sprung ein, meine Freunde. Raus hier aus dem Ding. Wer darf? Lucida rennt. Nicht Lola rennt, Lucida rennt. Niu. So geht das. Zack. Zack. Springen! So gehen hier hin. Polenhyperium. Da. Das ist eine gute Idee. Ach, Leute, Leute. Ich baue jetzt erstmal den Optronic hier hin, ne? Ich kann das ja später immer noch nach hier verschieben. Aber generell ist mein Schiff, ganz ehrlich gesagt, mal wieder total nicht so mega geplant. Bitter ist auch, wenn hier jetzt ein Feuer ausbrechen würde. Wäre toter Raum. Das ist auch richtig bitter. Müssen wir durch. Und wir schaffen das auch. Vor allen Dingen, wenn ich dann auch mal anfange abzubauen. Zack. Go for it, people. Do your work, please.
Man sollte ja eigentlich meinen, Edison wäre ein Forscher, ne? Aber nee. Aber nee. Wieder ein Ding hier auf Pause machen. Guck mal, zack, geht die Energie hoch. Das ist voll krass. Das frisst. So richtig. Das frisst so richtig. Wie sieht's hier aus? Drei Leute sind am Abbauen. Vier gleich. Space Cowboy ist auch noch dazu. Zu Dory, Les und Hazel gestoßen. Damit das Rucki-Zucki geht jetzt. Die Forschung geht auch Rucki-Zucki. Alles geht Rucki-Zucki, super toll. Super nice. So gefällt das. So. So. Und nicht anders. Komm, das schafft ihr heute noch an diesem Tag. Oh Gott. Oder auch nicht. Komm, baut das noch ab und dann ab nach Hause. Los. Los, bitte. Los, bitte. Komm. Leute, bitte. Warum ist Brille eigentlich im... Ach so, ich dachte schon. Er wäre im Anzug am Dings, aber ist er nicht. Okay, schnell rein und dann... Sind alle da? Was ist hier los? Ach so. Okay, alle sind da, alles ist gut. Okay, dann schnell weg, bevor die Sonneneruption uns trifft. Wir haben ja gut was abgebaut, das ging schon klar. Hier ist auch nochmal gut was abzubauen. Da ist nochmal ein verlassenes Schiff. Das können wir uns dann in der nächsten Folge schnappen. Unser Kampfblob. Irgendwie sieht es immer gleich aus, ne, mein Schiff? Also von der Außenform. So. Konzentrieren uns erstmal hier und hier drauf. Aber jetzt ist anscheinend eh erstmal gleich Sleepy-Sleepy-Time für unsere Leute. Ah, noch müssen sie eine halbe Stunde, Viertelstunde. Bam, jetzt Kaffeezeit. Oh. Mikrometeoriteneinschlag. Ich hoffe, der hält. Leute, kann sich jemand an die Schilde setzen? Daniel rennt zu den Schilden, um alles zu retten. Les ist auch noch wach. Und das Schiff kriegt Schaden, Leute. Aber ich würde den Meteoriteneinschlag gerne noch überstehen. Wäre nice. Komm schon, Daniel, tu dein Bestes als schildgenerierender Schildmaster. Oh, er ist vorbei. Okay, nice. Das heißt, Daniel, du kannst jetzt auch schlafen. Ach ja, Leute, und damit würde ich sagen, ist ein gutes Ende für diese Folge. Wir haben noch eben schnell einen Meteoriteneinschlag über Stern. Das muss repariert werden. Und ich danke euch fürs Einschalten. Dir. Hoffe, du hattest Spaß. Wenn du Spaß hattest, beziehungsweise was gelernt hattest oder sonstiges oder Kritik hast, haust doch bitte in die Kommentare. Es freut mich sehr, was zu lesen und den Algorithmus sowieso. Also bleibt bitte so toll, wie ihr seid und habt noch einen schönen Tag. Haut rein, euer Brille.